Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Schaufensterkrankheit, die PAVK, und zwar in ihrer schwersten Form. Wenn es losgeht mit den Gefäßveränderungen, dann merkt man ja erst einmal nichts. Dann nach einiger Zeit tun die Beine beim Gehen weh und man bleibt stehen. Daher der Begriff PAVK, Schaufensterkrankheit. Und noch weiter vorangeschritten, stirbt dann womöglich schon Gewebe ab. Aber auch in diesem Stadium kann man noch eine Menge verhindern. Bei mir ist Dr. Peter Dahl. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und der endovaskulären Gefäßtherapie am Asklepios Klinikum Schwalmstadt. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Dahl. Ja, guten Tag. Wir sprechen über das sogenannte vierte Stadium der PAVK, der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Wie stellt sich dieses vierte Stadium dar? Ein recht heimtückisches Stadium. Es fängt oft mit kleineren Wunden an, die nicht abheilen. Teilweise kommt es dazu, dass ganze Zehen schwarz werden. Die sehen zwar in ihrer Kontur noch aus wie eine normale Zehe, aber die Farbe sagt schon klar, hier ist etwas passiert. Die sind also dann abgestorben. Das heißt, die Endarterien, die die Zehe versorgen, sind zumindest verschlossen. Und wir müssen dann, um dem Patienten helfen zu können, erst einmal eine Diagnostik machen. Das heißt, wir müssen die Arterien direkt darstellen. Und wie machen Sie das? Zunächst einmal mit Ultraschall und mit verschiedenen Druckmessungen am Unterschenkel und durch Tasten der Pulse. Allein durch diese Untersuchung kann man oft schon nach 5 bis 10 Minuten sagen, wo die Verschlussprozesse lokalisiert sind. Und dann wird im Weiteren dann entsprechende weitere Diagnostik bildgebend, also mit Kontrastmittel gemacht, um das exakt darstellen zu können. Nun haben wir angesprochen, der Zeh ist schwarz geworden in diesem Stadium. Und wenn Sie so sagen, Verschluss der Arterien, da kommt kein Blut mehr an, das klingt so nach dem Motto, ja, ist nicht so doll, aber macht nichts. Aber in Wirklichkeit ist das ja unter Umständen, hat es ja ernsthafte Konsequenzen, wenn so ein Zeh schwarz ist, oder? Das ist sehr gefährlich. Nun bin ich immer froh, wenn die Patienten mit einer kleinen schwarzen Zehe schon kommen, weil wenn man dann noch 3 Monate lang nur Salbe drauf schmiert, dann ist schon so viel kaputt, dass die Rettung des Fußes und die Rettung des Beines immer schwieriger wird. Was kann denn passieren? Ja, also schlimmstenfalls kommt es zur Amputation. Eine schwarze Zehe, die ist schon abgestorben, die wird sicher entfernt werden müssen. Da kommt man, die wächst nicht nach. Bei uns Menschen wächst halt kein Körperteil nach. Aber noch viel wichtiger ist es, das Fortschreiten der Absterbezone, also der Nekrosezone, wie wir Ärzte sagen, zu verhindern und eben zu verhindern, dass das Bein amputiert werden muss. Es gibt ja verschiedene Stadien der Schaufensterkrankheit. Eben, man merkt gar nichts, dann kann man gewisse Strecken nicht mehr laufen. Irgendwann dann der Zeh schwarz, Ruheschmerz und am Ende eben tatsächlich die drohende Amputation. Sie sind ein Fachmann eben für dieses vierte Stadium. Aber in welcher Situation kommen denn dann die Patienten zu Ihnen? Wie sind die drauf, sage ich erst mal so salopp ausgedrückt? Also viele Patienten denken jetzt, ich würde mit denen ein besonderes Pflaster geben und dann gehen sie damit nach Hause und kommen die wieder oder vielleicht mal in einem Jahr eine Kontrolle. Und wenn ich den dann eröffne, häufig auch im Beisein ihrer Angehörigen, das finde ich mal sehr positiv, wenn die das mit unterstützen können, weil die verstehen das oft, weil sie nicht selber betroffen sind, direkt betroffen sind, verstehen die Angehörigen das oft auch besser. Und dann muss ich denen erklären, was wir alles vorhaben. Also die Amputation eines Fußes zu verhindern, das kann ich nicht mit Hand auflegen. Ja? Da sind komplexe, auch mehrzeitige Maßnahmen notwendig. Das ist vielleicht eine Angiografie, dann eine Gefäßdehnung, vielleicht auch noch eine Operation, dann vielleicht eine sogenannte Minoamputation, also das heißt die Entfernung der Zehe nur in den Gelenken, sodass wieder ein gehfähiger Fuß resultiert. Das ist alles notwendig. Und das wird nicht alles an einem Tag stattfinden können.
zum Beispiel, wenn man die Durchblutung verbessert hat durch Aufdehnen einer Arterie, dann muss ich erst mal warten, bis sich das Gewebe erholt, ein, zwei Tage, und dann kann ich die Zehe auch entfernen und sogar die Amputationswunde verschließen, sodass der Patient dann vielleicht schon am Ende der Woche nach Hause geht. Bevor wir noch tiefer einsteigen in die Therapiemöglichkeiten, die man hat, erklären Sie uns doch noch einmal, wie überhaupt diese was da überhaupt passiert im Körper, ich sag's mal so, gar nicht so sehr, wie die entsteht, sondern was passiert da, dass der Zeh schwarz wird? Diese Schaufensterkrankheit, das ist eigentlich eine Krankheit, die häufig den älteren Menschen betrifft. Mhm. Der Diabetiker ist aufgrund der Erkrankung der Gefäße dann eben 10 Jahre früher dran, wenn man so möchte. Es ist so, dass die Arterien ja das Blut bis in den Fuß runterbringen. Und jeder Krankenschwester, jeder Arzt kann Fußpulse tasten. Das ist ganz normal. Wir haben dort unten Pulse und die kann man eben tasten. Wenn wir die nicht tasten können, ist ja auf dem Weg die, wenn ich das mal als Verkehrsweg betrachte, die Autobahn oder die Landstraße verschlossen. Und dann kommt nicht mehr genügend Blut an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im normalen Stadium der AVK, was wir auch behandeln, einfach zu wenig Blut ankommen, damit der Patient mehr als 50 Meter oder 100 Meter laufen kann, dann ist vielleicht die Oberschenkelarterie, das sage ich im Autobahn dazu, verschlossen. Ja, genau. Aber es ist auch möglich, dass die Oberschenkelarterie verschlossen ist, die Kniearterie verschlossen ist und unten am Fuß oder am unteren Unterschenkel sind nur noch ein, zwei kleine Landstraßenarterien offen. Und das bekommen wir in der Regel mit Ballons und Stents nicht mehr auf. Und dann müssen wir eben einen Bypass machen. Ja. Und wenn ein solcher Patient jetzt kommt und bei dem ist diese längere Gefäßstrecke vom Knie bis unten zum Fuß verschlossen und er hat schwarze Zehen oder beginnend schwarze Zehen, und dann hat man ihm früher nur mit der Unter- oder Oberschenkelamputation weiterhelfen können, um die Blutvergiftung zu ersparen. Und auch um das Leben zu retten. Ja, Sie sagten eben, also das Erste ist dann schon der Versuch, das mit einem Ballon, das Gefäß wieder aufzudehnen. Ja. Aber man kommt nicht bei jedem Patienten damit zum Erfolg. Manchmal müssen eben auch härtere Maßnahmen her. Ist der nächste Schritt schon, einen Bypass zu legen? Oder guckt man sich da erstmal diese Verschlussstrecke an, ob man sie noch wieder aufmachen kann, aufschlagen kann? Also genau, wir gucken uns mit Kathetern, mit Kontrastmittel. Wir nehmen auch ein besonderes Kontrastmittel teilweise, wenn die Nieren nicht mehr so gut arbeiten. Wir haben ja auch 80 und auch über 80-jährige Patienten. Und wenn wir das damit nicht aufbekommen und wir sehen eine andere Möglichkeit, wir analysieren natürlich immer die Röntgenbilder, dann machen wir das vielleicht noch über einen anderen Weg. Und erst dann, wenn wir das nicht wissen, wir kriegen das nicht mit Ballons hin, oder die Strecke ist wirklich viel zu lang und die Gefäße sind zu verkalkt, erst dann greifen wir zum Mittel des Bypasses. Mhm. Weil in der Regel sind unsere Patienten ja schon 60, 70, 80 und manchmal auch noch älter, Jahre alt. Und da sind wir mit Operationen sehr, sehr vorsichtig. Also das heißt, wir machen natürlich das so, als wenn das unser Vater wäre. Und wir wollen dem natürlich möglichst wenig zu Leide tun. Und deswegen versuchen wir das immer in dieser Reihenfolge. Das ist ganz klar. Und die Kombination von beiden Instrumenten, wie zum Beispiel dehne ich mal die Oberschenkelarterie auf und kann dann einen kürzeren Bypass machen, weil hier oben habe ich ja schon alles auf. Das ist eigentlich sehr segensreich, weil wir haben dann zwei etwas kleinere Operationen. Und wir haben dann nicht eine riesengroße Operation von 4-5 Stunden, sondern wir haben vielleicht eine Intervention von einer Stunde. Und wir haben vielleicht noch eine kleine Bypass-Operation von 2-2,5 Stunden. Aha, also was Sie meinen ist, das eine nennt man ja eher eine konservative Methode, das andere ist die chirurgische Methode. Wenn man beides aus einer Hand hat, kann es durchaus schneller gehen, dass man zum Ergebnis kommt. Ja, also konservativ wäre natürlich, wenn ich jetzt dem eine Pille gebe. Ja, so konservativ und, folgt mir und, nicht. Und vielleicht ein Verband. In einigen ganz seltenen Fällen hilft das tatsächlich auch weiter. Ja. Aber wir müssen bei solchen Präamputationsstadien wirklich die Durchblutung spürbar verbessern. Und das machen wir mit der kombinierten Therapie, also endovaskulär, indem wir die Gefäße über kleine Stichkanäle von oben mit einem Katheter aufsuchen und dort aufdehnen, das Ergebnis eventuell mit einem Stent stabilisieren oder indem wir Bypässe machen. Ja. Oder aber Nummer 3, indem wir das kombinieren als sogenannter Hybrideingriff. Ja. Und da gibt es sehr komplexe
Versionen. Und das, ich glaube, ich habe noch nie eine Operation, obwohl ich zigtausende gemacht habe, gemacht, wo ich wirklich genau dasselbe nochmal gemacht habe. Aha, das heißt, es ist sehr individuell, immer dem Patienten ja. und seiner Situation angepasst. Ja. Jetzt ist schon so oft das Wort Bypass gefallen. Jetzt, woraus besteht denn der? Und wie lang kann der sein? Kann der das ganze Bein runtergehen und das gesamte Gefäß sozusagen als Umleitung, ne? Also als Nebenfahrbahn, wenn man mal bei der Autobahn bleibt, als Nebenfahrbahn umgehen? Genau, das ist so eine Art, es ist ein Bypass, eine Nebenfahrbahn, wie Sie sagen. Und konventionell findet das eigentlich in der Regel immer mit Kunststoff statt. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Bypass auf den Fuß machen müssen, der Fuß nimmt vielleicht pro Minute 20, 30, 40 Milliliter arterielles Blut an. Mehr geht da gar nicht durch. Wenn Sie jetzt einen Kunststoff-Bypass da nehmen würden, der würde diese langsame Fließgeschwindigkeit praktisch nicht aushalten und der verschließt dann. Und deswegen machen wir diese Bypässe, auch die Bypässe am Unterschenkel, immer mit körpereigener Vene. Das heißt, wir entnehmen vom selben Bein die große Rosenvene, die Magna, Vena Saphena Magna, drehen die um oder lassen die auch so, indem wir die Klappen herausmachen. Und das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, kann ich jetzt hier nicht eingehend erklären. Aber wir nehmen dann diese Vene, also umgedreht oder nicht umgedreht, und nehmen sie als Bypass, als Umleitung. Und die Vene, die hat ja innen drin eine Wand, die verhindert, dass dort die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, und dass die dort kleben bleiben. Ah, Im Gegensatz zu Kunststoff. Im Gegensatz zu Kunststoff. Mhm. Und das ist der Vorteil. Das heißt, so ein Bypass auf den Fuß, wo vielleicht nur 30 Milliliter pro Minute durchgehen, bleibt offen. Egal, auch wenn der Patient schläft. Der Blutdruck ist unten, er schläft waagerecht, es geht vielleicht noch weniger durch. Ein Kunststoff-Bypass würde bei der Gelegenheit gleich mal verschließen. Mhm. Und die Vene bleibt dann offen. Ich muss dennoch eine kurze Frage stellen zum Thema Vene und Arterie. Wir reden ja von sich zusetzenden Arterien. Und jetzt nehmen Sie eine Vene. Mhm. Eine Vene läuft ja andersrum eigentlich und hat ja auch Klappen, die eigentlich auf das Blut ja eher aufhalten, wenn man so will, dass es wieder zurückfließt. Jetzt sagen Sie, Sie drehen die dann einfach um oder Sie stripsen da einfach die Klappen raus. Ja. Das klingt ungeheuerlich im Grunde genommen. Geht das immer gut? Ja, das geht eigentlich immer gut. Wie ist das dann, wenn die Operation vorbei ist? 2 Stunden, sagen Sie, für die? Mittlerer Wert. Ja, wir haben sicher auch Operationen, die dauern 4 Stunden. Aber wir haben auch solche Operationen auf dem Fuß, die sind unter 2 Stunden. Und was merkt der Patient danach? Er wacht auf aus der Vollnarkose, nee, Teilnarkose vielleicht? Genau, das ist, wir haben eine Anästhesieabteilung, die auch eben auf die Behandlung von älteren Menschen auch mit spezialisiert sind. Das ist eine Narkoseform, die sicher etwas mehr Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert. Wichtig ist dabei, man kann viele Sachen eben in Vollnarkose machen, muss es aber nicht. Das heißt, eine Rückenmarksbetäubung, eine Spinalanästhesie mit ein bisschen Schlafmittel fügt auch dem 90-jährigen Patienten kaum einen spürbaren Schaden zu. Und wir brauchen diese 2-3 Stunden, die wir dann haben, damit er eben ruhig liegt und keine Schmerzen hat. Und dann können wir das alles durchführen. Und dann wacht er auf und dann? Dann wacht er auf und dann sagt er oft, mein Fuß tut weh. Aha. Und zwar ist es dieser leichte Schmerzreiz, den wir auch verspüren, wenn wir eine Schneeballschlacht gemacht haben und dann kommt wieder Blut in die kalten Hände. Und das ist dieser Reperfusionsschmerz. Mhm. Das heißt, es ist wieder richtig arterielles Blut drin. Wenn wir diesen Bypass freigeben unter der Operation, dann schauen immer alle, dann wird der Fuß schlagartig sehr rot. Das ist ein gutes Zeichen. Vorher war er weiß, genau. Vorher war er weiß, ein Leichenfuß. Ja. Auf einmal ist er rosig. Und natürlich ist das dann, der ist gut durchblutet und ein paar Tage später kann man die Zehe abschneiden und dann heilt das auch. Ja. Würden wir die abschneiden ohne die Verbesserung der Durchblutung, könnte es nicht heilen. Oh, das ist eine wichtige Information, dass nicht einfach sowieso bei Amputation, einfach ist ja kein Wort, aber dass nicht nur eine Amputation hilft, sondern... Das wird eigentlich auch nicht mehr gemacht, aber sagen wir mal früher, als wir auch wissenschaftlich noch nicht so weit waren, wurde das häufig gemacht, das hat ein böses Wort generiert. Und das war die Salami-Taktik. Mhm. Scheiben abschneiden, das ist nicht gut. Und wann kann der Patient dann aufstehen aus dem Bett? Also in der Regel wird er am nächsten Tag mobilisiert. Mhm. Am Operationstag bleibt er natürlich noch liegen. Und am nächsten Tag soll er schon mal wenigstens neben dem Bett stehen. Das ist auch altersabhängig.
Und ich habe natürlich auch Patienten, die wollen dann partout selber auf die Toilette gehen und so weiter. Und das dürfen die dann auch in Begleitung der entsprechenden Pflegekräfte. Und wann darf er nach Haus? Auch wieder unterschiedlich. Mhm. Also wenn natürlich noch kleinere Amputationen notwendig sind, dann terminieren wir das oft 3 bis 5 Tage später. Und dann warten wir die Wundheilung ab. Und wenn wir sehen, die Wunde sieht gut aus, ist rosa, das heilt, dann lassen wir den Patienten nach Hause. Und so, und das ein ist ungefähr in, sagen wir mal, 10 Tagen etwa. Okay, 10 Tage. Und so ein Bypass, Sie sagten ja eben schon, Blut bleibt in körpereigenen Gefäßen ja nicht hängen. Mhm. Dennoch, diese periphere arterielle Verschlusskrankheit ist ja eine Krankheit, die bleibt. Also das heißt, die Neigung des Körpers ist ja da, sich zuzusetzen. Heißt das dann, dass auch ein Bypass sich zusetzen kann? Sicher kann auch ein Bypass sich zusetzen. Mhm. Venen, die nehmen wir auch sehr gerne, also Bypässe aus Venen, körpereigenem Venenmaterial, um Gelenke zu überbrücken. Mhm. Das heißt zum Beispiel im Kniegelenk ist dieser Bypass einer pausenlosen, bis auf nachts einer pausenlosen Bewegung ausgeliefert. Und an den Bewegungs- und an den Knickstellen können sich natürlich Verengungen bilden. Aber das Problem haben wir bestimmt sehr gut im Griff, weil wir die Patienten in den entsprechenden wichtigen Abständen, also manchmal jährlich oder halbjährlich oder manchmal auch vierteljährlich, in der Ambulanz mit Duplex-Ultraschall untersuchen und gerade diese Stellen abfahren und dann sehen können, ah, da kommt eine Stenose, dann machen wir einen Wiedervorstellungstermin in 3 Monaten, dann gucken wir aus, ist nicht schlimmer geworden. Und wenn es denn mal schlimmer geworden ist, dann machen wir einen Termin aus und können das mit einem Ballon wieder begradigen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte, gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.